Einen wunderschönen guten Morgen an die gesamte Camper-Gemeinde aus Dinkelsbühl. Wir haben heute mal ein neues Thema aufgegriffen, Solbio. Das betrifft Toilettenzusätze, weg von der Chemie, rein biologisch. Und hier haben wir auch noch einen ganz besonderen Service, wo wir anbieten, damit die Umstellung ein bisschen leichter wird für alle und damit es auch wirklich hundertprozentig funktioniert, wie auch die Chemie funktioniert. Dazu gebe ich jetzt mal das Wort weiter an meine liebe Frau. Guten Morgen aus Dinkelsbühl, hallo. Ja, also das Thema Solbio. Wir haben in den letzten, oder warum wir das heute euch kurz vorstellen wollen, nochmal explizit. Wir haben in den letzten Wochen mehrere Anfragen per Mail oder per Telefonaten bekommen. Was heißt vorbereiten mit Solbio? Es ist eigentlich ganz einfach. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Kundentoilette, wie ihr hier seht, aus einem Fahrzeug. Und die haben bei uns einen Umbau in der Werkstatt und haben uns gebeten, doch währenddessen die Toilette gleich mit vorzubereiten mit Solbio. Und das haben wir gemacht, um euch das ganz kurz zu erklären. Es ist kein besonderer Aufwand, sondern einfach, man braucht einfach ein bisschen Zeit dafür. Aber erklär mir doch mal kurz, warum müssen wir die Toilette vorbereiten oder warum muss überhaupt was vorbereitet werden? Weil die Chemie schüttet ja auch einfach rein und dann funktioniert es. Ja, vorbereiten heißt es deswegen mit Solbio. Solbio ist ein reines Naturprodukt, wie wir ja schon mehrfach erwähnt haben. Und die Natur braucht einfach manchmal ein bisschen mehr Zeit. Und wenn wir jetzt eine Kassettentoilette haben, die über längere Zeit mit einem chemischen Zusatz betrieben worden ist, dann haben wir in der Kassettentoilette Ablagerungen. Ablagerungen von Schlieren, Harnstein und alles, was... Und natürlich auch von der Chemie, die sehr aggressiv in das Kunststoff einzieht von der Kassette und da natürlich sich verankert hat und verhindert, dass dann das Solbio auch anständig wirken kann. Ja, genau. Und deswegen, dem einen oder anderen wird bestimmt in der letzten Zeit mal ein Foto irgendwie übers Telefon gelaufen sein, diese Kassettentoilette mit Chemie und diese Kassettentoilette danach, wenn sie mit Solbio betrieben worden ist. Oh ja, das schaut ja fürchterlich aus. Genau, und deswegen muss man das ein bisschen vorbereiten. Die einen oder anderen, die mit Solbio nicht zufrieden waren, haben halt einfach mit der Chemie aufgehört, Solbio rein und das hat nicht funktioniert, weil Solbio dann erstmal in diesen alten Bestandteilen, an diesen alten Bestandteilen arbeitet und dementsprechend funktioniert das eben nicht gleich und dann ist man ganz schnell enttäuscht und gibt Solbio halt keine Chance und dann heißt Solbio ist nicht gut, aber nein, Solbio ist perfekt, man muss halt nur diesen Zwischenstep der Vorbereitung machen und der ist eigentlich nicht schwierig. Eins möchte ich auch noch dazwischen weisen, warum für uns zwei das so wichtig ist, den Umstieg auf Solbio euch zu erleichtern, weil wir einfach sowas von überzeugt sind von dem Produkt Solbio und es 100% biologisch ist und pflanzlich. Und ich damit der Umwelt einfach einen riesen Gefallen tue, wenn ich von dieser elendigen Chemie so ein Stück weit wegkomme, die ja wirklich, wirklich Schaden anrichtet. Und man die Toilette auch wirklich nur auf bestimmten Entsorgungsplätzen, in Entsorgungskanälen leer machen kann und nicht in seiner einfachen Toilette reinschütten darf und so weiter, weil das halt wirklich echtes Gift ist. Ja, das stimmt. Und es gibt auch mittlerweile ganz, ganz viel Campingplätze oder es werden auch immer mehr, die einfach auf diese biologischen Zusätze umsteigen, wo wir dann mit der Toilette, die mit Chemie betrieben worden ist, nicht mehr weiterkommen. Und ich find's persönlich richtig, weil wie gesagt, wir sind... Ja, und wir freuen uns auch über jeden, den wir da umstellen können und der mit uns das mitmacht. Und alle, die bis jetzt das mitgemacht haben, sind restlos begeistert gewesen. Ja, das stimmt. Das stimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab bis jetzt noch keinen einzigen, der gekommen ist und gesagt hat, ich will mein Geld zurück. Das ist Mist, was ihr mir da verkauft habt. Genau. Im Gegenteil, wir kriegen positives Feedback. Und also von dem her, Bombenprodukt. Absolut. Und deswegen müssen wir das natürlich weiter nach vorne bringen, dass wir immer mehr der Umwelt zurückgeben können. So, also... Vorbereitung ist eigentlich nichts Schwieriges, nichts Kompliziertes. Es ist eigentlich ganz einfach. Wer die Möglichkeit nicht daheim hat, vom Platz her oder von diesen räumlichen Gegebenheiten, kommt zu uns, wir helfen euch. Ansonsten die weiter weg wohnen und denen wir halt nicht so schnell helfen können, ganz kurz erklärt.
Es ist kein Hexenwerk, wie gesagt. Ihr nehmt einfach die dreifache, vierfache normale Menge an Solbio. Die Toilette wird normalerweise mit 40 Milliliter betrieben. Wir nehmen halt dann 120, 160 Milliliter Solbio. Das geben wir alles in diese Kassettentoilette rein und füllen die dann mit lauwarmem Wasser komplett voll. Und am besten, wir haben hier, also ich habe hier noch eine, für mich eine, so eine kleine Reinigungslösung fertig gemacht. Das ist nichts anderes wie eben Solbio. 40 Milliliter sind da drin, mit dem normalen Wasser aufgefüllt. Und damit sprühe ich dann oben die ganzen Ventile und hier oben diesen ganzen Schub sprühe ich dann extra nochmal ein. So, also wie gesagt, die Kassettentoilette ist voll. Und dann machen wir den Deckel alles zu und lassen das Ganze einfach 3 bis 4 Tage stehen. Dann nach diesen 3 bis 4 Tagen leeren wir das alles komplett aus. Und normalerweise seht ihr, wenn es dann, ich sag jetzt mal, schon ein bisschen Verschmutzungen innen drinnen gab, das kommt alles raus, es löst sich. Wenn ihr seht, da löst sich ganz viel, das Ganze noch einmal. Also wieder 120 bis 160 Milliliter Solbio in diese Kassettentoilette rein, mit Wasser auffüllen, komplett voll machen und dann einfach nochmal 3 bis 4 Tage komplett stehen lassen. Und das Ganze, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch auf den Kopf drehen, die Kassettentoilette, dass das eben oben, im oberen Bereich auch nochmal richtig wirken kann. Ja, vor allen Dingen auch hier in den ganzen Schlitzen und Kanten, wo da drin sind, durch den Schieberdeckel, macht natürlich Sinn, wenn man es auf den Kopf dreht, weil da richtig das Solbio rein kann und dementsprechend auch wirken kann dann. Genau. Und dann einfach das Ganze wieder ausspülen und mit Wasser gut nachspülen, wenn natürlich noch was kommt, weil die Kassettentoilette wirklich extremst verschmutzt war, dann wiederholt das nochmal. Mhm. Ja, und dann einfach komplett rausspülen. Wenn ihr dann immer noch ein bisschen Ablagerungen seht, ist es kein Problem. Ihr könnt dann trotzdem anfangen. Einfach ganz normal die 40 Milliliter Solbio mit circa 1,5 bis 2 Liter Wasser in die Kassettentoilette und los kann es gehen. Und das Gute an Solbio ist, ihr könnt es direkt über die Toilette reingeben. Also wirklich immer die Toilette betreiben mit Solbio direkt oben rein. Also ich ganz kurz, mir empfehlen sogar, dass wir es von oben reingeben, das Solbio, weil das Solbio ja nicht nur ein Toilettenzusatz ist, sondern ja auch nur den Vorteil hat, dass es Kunststoffteile, Dichtungen und so weiter pflegt und verhindert, dass von den Kunststoffteilen die ganzen Weichmacher rausgezogen werden. Genau. Und somit habe ich auch die Problematik nicht mehr, dass ich von den Kassetten diese oben liegenden Dichtungen hier immer austauschen muss, weil die immer geschmeidig bleiben, immer sauber bleiben und dementsprechend nie verkrusten, nie verdrecken, verhärten. Und auch selbst die Kunststoffschüssel als Toilette selber kann ich damit schonen. Genau. Und tue nur Gutes meiner Toilette damit. Ja, vor allem, wenn die Dichtungen dann porös werden, haben wir ja auch das Problem, dass sie dann undicht werden. Genau. Und bei uns ist es so, falls ich sowas feststellen sollte, dass so eine ältere Kassette einfach, wo die Dichtung einfach komplett porös ist, dann wechseln wir die aus. Die Kosten von diesen Dichtungen liegen meistens so zwischen 10 bis 20 Euro, also die halten sich echt in Grenzen. Ansonsten, hier haben wir, was ich vorhin gerade schon erwähnt habe, diese meine persönliche Solbio-Lösung und so nehme ich das auch bei uns in unserem Fahrzeug immer mit, habe das so immer dabei, weil ich kann eben auch damit die ganze Toilettenschüssel alles komplett sauber machen, alle Oberflächen, die Nasszelle bzw. die Duschkabine mache ich damit sauber und ja genau, wenn man unterwegs ist, länger unterwegs ist und braucht was zum Putzen, mit Solbio kann man alles putzen. Ich muss jetzt sogar noch ein kleines Geheimnis da verraten, weil ich nehme sogar für die Werkstatt teilweise die Lösung, um bei den Wohnmobilen diese lästigen Regenstreifen zu entfernen, was super geil funktioniert. Ja. Also das, selbst das funktioniert mit Solbio. Ja, Solbio ist ein echt tolles Produkt. Wir sagen, probiert's aus, können wir nur empfehlen. Und für alle, die jetzt hier in der Nähe sind und auf Solbio umsteigen wollen, was wir auch anbieten, ist, dass wir die Toilette für euch eben dann dementsprechend präparieren und vorbereiten. Klar wollen wir dann natürlich, dass ihr bei uns auch ein Päckchen Solbio mitnehmt, was ja auch dann Sinn macht für den Umstieg. Wir haben hier genug auf Vorrat, ist überhaupt kein Problem, auch in unserem Online-Shop zu bestellen, ist auch kein Problem.
Und wenn euch das Video gefallen hat und die Information, dann würden wir uns auch über ein Abo freuen, weil wir sind noch jung. Wir haben unseren Kanal erst gestartet und wollen regelmäßig hier solche Informationen preisgeben. Und ja, für meine Kameraführung tue ich mich auch noch ein bisschen entschuldigen, weil ich bin nur am Anfang. Also das ist manchmal nicht ganz so einfach, den Gimbal hier so ruhig zu halten, aber ich bin hier noch am Üben. Ich kriege das hin. Genau, wenn ihr zu Bio irgendwelche Fragen habt, selbstverständlich, weiterhin jederzeit. Na klar. Ruft es an, wir erklären es euch. Es ist wirklich, sagt, es ist nicht schwer. Und ansonsten sagen wir von hier aus ein ganz schönes Wochenende aus Dinkelsbühl und vielleicht mal bei uns. Bis bald. Ja, da schließe ich mich an. Ich sage auch ein schönes Wochenende und wünsche euch alles Gute. Und ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.